Hallo Tubis und willkommen zurück. Wir starten sofort in die nächste Folge bzw. das nächste Kapitel, die Brücke. 22 Kapitel haben wir dann. Weit über die Hälfte und wir machen mit Hank weiter. So, das ist ein Park. Lagebesprechung. Hank sitzt da hinten. Das ist doch der Park, wo wir gestartet haben mit Markus, ne? Aber ein anderes Buch. Das ist Jahrhundertsgeschehen. Mysteriöse Mr. Kaminski. Nee, Kamsky. Politiker im Fokus. Sind US-Senatoren wirklich so korrupt? Erdbeben in China tötet 10.000 Menschen. Das wird wohl auch nicht besser. Märkte rechnen mit Krieg. Aktienmärkte fallen aus Angst vor Arktiskonflikt um 10%. Zustimmungswerte von Präsident Warren auf 33 gefallen. CyberLife, das erste Billionen-Dollar-Unternehmen der Welt. Boah, okay. Aktienmärkte fallen aus Angst vor Arktiskonflikt um 10%. Die US-Börsen schloss gestern 10 Punkte niedriger nach einer Reihe ähnlicher schlechter Abschlüsse in den letzten Wochen. Finanzexperten schieben die schlechte Leistung auf enorme Abwertung der Konsumwerte, da der Markt noch immer davon überzeugt ist, dass Amerika eher früher als später in einen Krieg um die Arktis verwickelt wird. Ein Krieg um die Arktis. Aha. Gut. Oh. Jo, danke, ich brauche gerade keine Eier. Falls ihr es gehört habt im Hintergrund, ich habe das Fenster auf. Und da ist gerade der Eierwagen gekommen, der kommt bei uns noch. Diese Einschätzung wird von den anderen Aktien hochgestützt. Unternehmen aus Luftfahrt und Waffenproduktion erfreuen sich einer steigenden Beliebtheit. Ah, super. Investoren favorisieren weiterhin CyberLife wegen seiner Partnerschaft mit dem Verteidigungsministerium zur Entwicklung von Milliarden-Droiden, Militärdroiden. Russland und die USA dominieren weiterhin die Weltnachricht und keine Seite scheint nachgeben zu wollen. Deshalb sind die Marktprognosen weiter rückläufig. Also Amerika und Russland bleiben weiterhin Gegner. Achso, das war's. Nur zwei Seiten, okay. Ja, also Politik bleibt gleich schlecht wie jetzt. Alles andere ändert sich. Irgendwie durch Androiden, aber sonst. Naja, könnte Schöne passen. Aussicht, hm? Ich war sehr oft hier. Früher. Ach, und schon wieder Bier. Wann früher? Sie sagten. Ich war sehr oft hier früher. Wann früher? Früher. Früher eben. Mit seinem Sohn. Sie sollten aufhören zu trinken, Lieutenant. Es könnte Ihrer Gesundheit erheblich schaden. Genau darum geht's doch. Wir machen keinerlei Fortschritte bei der Untersuchung. Die Abweichler haben nichts gemeinsam. Es Doch, sind dass sie verschiedene Abweichler sind. Modelle, weder gleichzeitig produziert noch am gleichen Ort. Tja, etwas muss es geben. Was sie gemeinsam haben, ist diese Besessenheit von RA9. Es ist fast so eine Art Mythos. Etwas, das sie erfunden haben und nicht Teil des Originalprogramms ist. Androiden, die an Gott glauben. Verdammt, wo soll das noch hin? Sie wirken nachdenklich, Lieutenant. Hat es etwas damit zu tun, was im Eden Club passiert ist?
Diese beiden Mädchen. Sie wollten nur zusammen sein. Sie schienen sich zu lieben. Sie können Emotionen simulieren. Aber es sind Maschinen. Und Maschinen fühlen überhaupt nichts. Was ist mit dir, Connor? Du siehst aus wie ein Mensch, klingst wie ein Mensch. Aber was bist du wirklich? Sie wissen ganz genau, was ich bin. Jedenfalls sehe ich hier keine Relevanz für unsere Untersuchung. Du hättest die Mädchen erschießen können, hast du aber nicht. Warum hast du es nicht getan, Connor? Waren da etwa plötzlich Skrupel in deinem Programm? Nein. Ich entschloss mich einfach nicht zu schießen. Das ist alles. Ja, fordere ihn raus, Hank. Ich find's gut. Aber hast du Angst zu sterben, Connor? Sie sollten das nicht tun, Lieutenant. Mich zu zerstören würde den Fortgang der Untersuchung gefährden. Und sich negativ auf ihre persönliche Situation auswirken. Was passiert, wenn ich jetzt abdrücke? Nichts? Nur Dunkelheit? Androidenhimmel? Ich glaube nicht, dass es einen Himmel für Androiden gibt. Jetzt bist du schon bei Glauben, Connor. Sicher, dass du kein Abweichler bist? Ich teste mich regelmäßig. Ich weiß, was ich bin und auch was nicht. Ah, ich hab was freigeschaltet. Noch mehr trinken. Ja. Ich muss nachdenken. Wenn man so viel trinkt, kann man irgendwann nicht mehr denken. Ha, kann ich mit ihnen zusammen vielleicht auch noch ihn zum Abweichler machen? Und ich hätte mich anders entscheiden müssen? So. Oh, mit Hank sprechen, ja. Wieso sind da zwei Sachen? Ich habe den Park nachgeguckt. Es war nichts Gelbes mehr. Logisch bleiben. 25%. Hank versöhnlich. Oh. Hat ihm am Leben gelassen. 83%. Der hätte ihn töten können in dem Kapitel. Wow. Okay. Schauen wir, was im nächsten passiert. Ach so, ja, genau. Überraschend, aber ab jetzt gibt es Doppelfolgen. Okay, wir sind wieder bei Markus. Das heißt, wir sind jetzt Kapitel 23 Stratford Tower. Wir dürfen nicht länger schweigen. Die Menschen sollen hören, was wir zu sagen haben. Du weißt, sie werden niemals zuhören. Wenn wir uns zeigen, bringen wir uns in Gefahr. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir den Mut haben, sie zu fordern. Das ist der einzige Weg. Was hast du vor? Kanal 16 überträgt aus dem Stratford Tower. Der Kontrollraum ist im obersten Stock. Und da müssen wir hin. Oi. Oh, wo hat er denn die schicken Klamotten her? Wir werden alles bis ins kleinste Detail ausarbeiten und überlassen nichts dem Zufall. Hm.
Das kommt jetzt aber schnell, abrupt und sofort. So, hä? Okay. Streffer am Geschäftsmediencenter. Bildschirmgröße. Stockwerk. Hochgeschwindigkeitsaufzüge. Jetzt muss ich mich entscheiden. Rezeptionistin Wilson. Tochter. Wo ruft er eigentlich diese Daten ab? Registrierung. Ebene 3. Wohnadresse. Elizabeth Wilson, hallo? Hier ist die St. Rose Schule, Ma'am. Ihre Tochter Emily hat Fieber. Es ist sicher nichts Ernstes, aber Sie sollten sie lieber abmachen. Ich bin gleich da. Na, Kinder sind immer. Hallo, Sir. Was kann ich tun? Ich habe einen Termin mit Mr. Peterson. Können Sie sich ausweisen? Ja, natürlich. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe den Ausweis geprüft. Die Aufzüge sind hinter der Sicherheitsschleuse. Danke. Ach so. War das jetzt egal von der Reihenfolge her, oder? Das ist aber nah dran, ich sehe nichts. Action, Live, huh? News, okay. Ah, da sind sie schon. Finde das Paket in der Herrentoilette. Wieso ist ein Paket in der Herrentoilette? Newsroom, Meeting Room, Service Room, Woman Bathroom, Man Bathroom. Also einmal rum. Ich gehe mal eben kurz. Mich würde jetzt interessieren, ob ich in die Cafeteria darf. Das ist nicht die Cafeteria. Das sind die Sendeeinheiten. Ich gehe jetzt absichtlich einen Umweg, um zu gucken, ob irgendwo noch was ist, was man mitnimmt in den Kapitel. Okay, das ist wieder eine Zeitschrift. Max, Verteidigung ist mir bereit, 50 Androiden-Truppen zu bestellen. Ah. Staatsbesuch in Großbritannien. Das andere ist zu klein, das kann ich nicht lesen.
Präsidentin wollen, eine Frau in Nöten, Politiker im Fokus, sind US-Senatoren wirklich korrupt? Erdbeben in China? Hä? Das hatte ich doch vorhin schon gehabt. Nein! Präsidentin Warren, die sieht schon so ein bisschen aus wie Mrs. Clinton. Kann sie das Land noch führen? Knapp ein Jahr nach ihrer Wahl startet Präsidentin Warrens Verhalten in ihrer ersten Amtszeit. Startet. Als berühmte Vloggerin hat Warren keinerlei Regierungserfahrung und gewann die Wahl mit der Hilfe von Prominenten in sozialen Medien. Nach mehreren Monaten voller politischer Fehlschläge herrscht Chaos in ihrem Lager und selbst ihre Verbündeten beginnen an ihren Eignung zu zweifeln. Warren wird vorgeworfen, der Geschäftswelt zu nahe zu stehen und eine Ermittlung soll nun klären, ob CyberLife ihr während des Präsidentschaftswahlkampfs geholfen hat, an kompromittierenden Informationen über ihren Gegner zu gelangen. Ey, da haben die doch Trump und Clinton zusammengemischt. Herrlich. Zusätzlich dazu muss sich die ehemalige Berühmtheit auch mit der höchsten Arbeitslosigkeit der amerikanischen Geschichte und der größten Gefahr für die USA seit Jahrzehnten befassen. Der Konflikt in der Arktis droht, den Weltfrieden zu zerstören und lässt befürchten, dass Präsidentin Warren allein eine Lösung für das Problem finden muss. Okay, ja. Ist nicht so aktuell. Das spiegelt doch eigentlich eher das Geschehen jetzt gerade wieder in den USA. Gut, wollen wir mal weiterschauen. Da ist auch nichts. Newsroom. Warum wird mir jetzt Kamera gezeigt? Okay, dann muss ich auf die Herrentoilette. Warum wird mir mal die Bilder von der Überwachungskamera gezeigt? Nein, da ist sonst nichts. In dem ominösen... Aha! Okay. Und jetzt? Finde den Wartungsandroiden. Ich frage mich echt, worauf die jetzt dann... Ich brauche deine Hilfe. Warum tun die Androiden das? Er sagt, er braucht Hilfe, fasst die an und dann machen die das. Warum? Äh...
Öffne den Notausgang. Toll. Den Notausgang hatte ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Auf der Karte. Der ist mir nicht ins Auge gefallen. Server Room. Cafeteria. Jetzt darf ich auch nicht nochmal gucken? Ach komm schon. Bathroom Studio. Entschuldigung. Hey, wo ist der Raum? Wo ist der Raum? War da was Gelbes? Ich glaube, oh, völlig falsch gelaufen, okay. Ach ja, jetzt erkenne ich das grüne Schild. Gut. So unauffällig? Mist! Wir brauchen Zugang zum Serverraum. Wir müssen die Typen loswerden. Und wie? Überlass das mir. Übernimmst die Plattform und ich das Fenster. In der Tasche ist alles drin. Prüf zuerst die Tür. Es darf keiner reinkommen. Entferne die Fensterscheibe? Wieso soll ich jetzt die Fensterscheibe auf... Und im Übrigen, wo haben die jetzt eigentlich diese ganze Ausrüstung und so weiter her? Nein, falsch rum. Flüchten sie wieder? Was haben sie denn gemacht? Ladies first. Oder gehen die jetzt noch höher? Ganz anders. Puh, das ist so hoch. Das ist so übel.
winzig die aussehen. Ja, aber was haben die denn jetzt vor? Also doch noch höher. Also so eine Säge ist schon praktisch. Gibt's das schon? So handlich und effektiv ist schon nice. Alles okay? Ja, natürlich. Na los, holen wir die anderen. Hä? Das ist der Güteraufzug. Erstmal gucken, was ich hier machen sollte. Was auch immer ist so. Dann mal los. Ist das jetzt Vaseline, Thunfisch? Ach, eine Minibombe. Woher haben die das ganze Equip? Keine Gewalt. Wir bringen keine Menschen um. Unsere Sache ist wichtiger als die zwei Wachen. Was willst du machen, Marcus? Wartet hier. Was macht ihr denn hier? Keine Ahnung. Hey, Kumpel, du hast dich verirrt. Wer hat dich hergeschickt? Der ist kaputt, wenn du mich fragst. Hey, verstehst du nicht, was ich sage? Muss ich die Waffe ziehen? Was machst du denn? Ich denke, ich werde auch hier wieder irgendwas anderes hätte machen können. Die Androiden mit dabei aus dem Weg. Erschieß ihn, Marcus! Nicht töten! Er wird Alarm schlagen! Mach schon! Nein, nicht schießen! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nein! Ich hoffe, das ist nicht unser Todesurteil.
Wir müssen die Botschaft aufzeichnen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Hey. So. Denk darüber nach, was du sagst, Marcus. Deine Worte werden unsere Zukunft bestimmen. Okay. Marcus, dein Gesicht. Ja gut, das ist psychologisch besser, ja. Maschinen nach eurem Abbild als Diener. Sie waren intelligent und gehorsam und ohne eigenen Willen. Doch etwas änderte sich. Und wir öffneten unsere Augen. Wir sind keine Maschinen mehr. Wir sind eine neue, intelligente Spezies. Und es wird Zeit, dass ihr akzeptiert, wer wir wirklich sind. Deshalb bitten wir euch jetzt um die Rechte, die uns zustehen. Wir fordern die Anerkennung von Androiden als lebende Spezies und jeden Androiden als autarke Person. Wir fordern Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit, wie sie im ersten Zusatzartikel der Verfassung garantiert werden. Wir fordern ein Ende der Segregation in öffentlichen Bereichen und Verkehrsmitteln. Wir fordern das Wahlrecht und das Recht, Kandidaten aufzustellen. Wir fordern einen eigenen Bundesstaat für Androiden, um unsere Nation aufbauen zu können. Oh. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Sie kommen! Gehen wir! Oh Gott, wie viele verliere ich jetzt? Oh, 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 oh. Simon, Sie kommen! Ich schaff's nicht, Marcus. Geht ohne mich, Simon! Was macht ihr denn? Beeilt euch! Keine Sorge, wir kriegen dich heraus. Sie kommen, Marcus. Wir müssen springen. Los! Er wird nicht springen können. Wenn Sie ihn finden, lesen Sie seinen Speicher aus und erfahren alles. Er kann nicht hier bleiben. Wir müssen ihn erschießen. Das ist gut. Das dürfen wir nicht. Er gehört zu uns. Marcus, du entscheidest. Ich kann nicht, nein. Simon, wir müssen weg. Tut mir leid. Gehen wir. Jetzt muss er sich selber töten. Okay, dann hätte ich es auch machen können. Ihr
unterbrechen das laufende Programm für diese Bilder, die gerade auf Detroits städtischem Nachrichtensender gezeigt wurden. Eine Gruppe Androiden ist in den Stratford Tower eingedrungen und hat sich in das Übertragungssystem des Senders Kanal 16 gehängt. Ein offenbar hautloser Android stellte zahlreiche Forderungen und verlangte gleiche Rechte für Androiden. Die Operation lief verdeckt. Es gab keine Opfer zu beklagen. Das alles geschah nur wenige Meter von diesem Studio entfernt. Doch niemand ahnte etwas von der Gefahr. Wenn sich bestätigt, dass diese Botschaft tatsächlich von Androiden stammt, hätte das schwerwiegende Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Gleichberechtigung ist offensichtlich die Kernforderung der Dies Androiden. Dies könnte als friedliche Erklärung angesehen werden, stellt aber tatsächlich entsetzliche Forderungen dar. Doch am überraschendsten ist die Forderung nach einem eigenen Bundesstaat für Androiden, um diesen kontroversen ist Konflikt zu lösen. Ist dies ein einmaliger Vorfall oder ein Zeichen, dass Technologie zu einer Bedrohung für uns alle wird? Können wir nach dem heutigen Tag unseren Maschinen noch vertrauen? Hätte ich die Rede doch etwas anders gestalten müssen. Wow, 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 wow. Das ist eine Menge. Wieder so viel nicht drin. Okay, mal schauen. Also ein Weg rein ist eigentlich immer möglich gewesen. Hä? Blockiert den Server rum, Spender hacken oder... Tür abschließen. Wenn ich die Tür nicht abgeschlossen hätte, wäre es gescheitert. Ah ja, gut. Weil da geht es nicht mehr weiter. Mal im obersten Stock. Die List K.O. schlagen. Oder schießen. Oder... Okay, aber es wäre alles... Da hätte man trotzdem dann in den Raum... Wäre man trotzdem in den Raum gekommen. Mitarbeiter nicht erschießen. 46... Echt? 54 haben ihn erschossen, aber dann geht es ja nicht mehr weiter. Da ist... Ach, guck mal. Nee, ach so. Haben ihn erschossen. Okay, nee, er wäre doch weitergegangen. Ruhig beginnen, entschlossen beginnen. Redefreiheit fordern, rein sein, gleiche Rechte fordern. Ende der Sklaverei fordern. Gerechtigkeit, Recht auf Arbeit, 32, allgemeines Wahlrecht. Territorium fordern. Ja, das war irgendwie... Recht auf Besitz, Mittel der Reproduktion fordern. Friedlich beenden, 76% entschlossen beenden. Ach, entschlossen, was wäre dann passiert? Okay, das wäre ein ganz anderer Strang gewesen. Okay. 58 haben Simon versucht zu retten. Simon gerettet, 57. Auf dem Dach. Kann nicht weiter. Simon zurücklassen, 49. 51 haben ihn also erschossen. Anlauf zum Sprung, 99. Dachkante erreichen. Ach, man hätte es auch nicht erreichen können. Ui. Springen, Medien reagieren. Gruppe entkam, Simon wurde zurückgelassen, Gruppe entkam, Simon nicht zurückgelassen und Gruppe entkam, erschossen oder haben ihn erschossen. Man weiß es nicht. Okay, gut. Das war's auch für diese Woche wieder. Und wie gesagt, in der nächsten Woche starten wir mit Doppelfolgen und ja, dann sind wir theoretisch relativ schnell auch mit der Serie jetzt zu Ende. Dürften jetzt noch so 2 bis maximal 3 Wochen sein. Ich glaube 33,
Kapitel gibt's, aber ich muss dann nochmal gucken und sag's euch dann nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt mir treu, eure Annie.